Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen Schädel der Korruption zerstört, beziehungsweise der, ja, wir haben ihm dabei geholfen, dieser Magier. Ja, haben die Leute da, die Albträume hatten, befreit von die Leute von Dämmerstern. Ja, Dämmerstern war das genau. Ja, und jetzt sind wir hier auf der Suche nach weiteren Orten, die wir entdecken können. Haben hier so ein Riesenblatt gemacht, der auch mittlerweile kein Problem mehr ist. Obwohl man da schon ein bisschen aufpassen muss, dass man, wenn man ja zu oft erwischt wird, dennoch sterben kann. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier noch so entdecken können. Ich sehe schon, da ist noch einiges zu tun hier auf der Karte. Hier oben ist was, da ist auch was, aber ich weiß jetzt nicht, müssen wir hier hoch den Berg? Könnte sein. Da ist eine Hütte. Waren wir da schon? Wir schauen gerade eben. Nee, da waren wir noch nicht. Ah. So. Vielleicht mache ich jetzt demnächst auch mal so ein bisschen vom Hauptquest weiter. Einfach mal da ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ui, was ist denn hier passiert? Todeshund. Todeshund-Halsband. Mei, was ist denn das? Okay. Was ist hier passiert? Das sieht nicht nach einem normalen Hund aus. Halle der Wachsamkeit. So, das ist alles abgefackelt hier. Die Arme ist hier. Oh, das ist sogar ein Vampir. Ist hier gestorben. Hier ist noch mal so ein komischer Köter. Sorry, Hund meine ich. Wieder mal ein Vampir. Also die tun mir jetzt überhaupt nicht leid, dass die jetzt hier drauf gegangen sind. Also vor allem die Vampire. Tja, das war's hier. Mehr gibt's hier anscheinend nicht. Okay. So, warte mal, da war ja aber noch irgendwie was. Aber hier können wir, glaube ich, ja eh nicht weiter. Ist irgendwo eine Höhle noch? Können wir da hoch? Oh ja, da geht ein Weg hoch. Dann nehmen wir doch hier den Weg. Ah, die Lydia muss wieder außen rum. Sehr sportlich. Die nimmt keine Abkürzungen. Die will auch so muskulöse Beine wie ich haben. Naja, die wird schon kommen. So, das ist ja auch wieder eine sehr schöne Aussicht von hier oben. Das Dämmerstern da vorne wahrscheinlich. Trübhöhlen, was? Trübhöhlengruft. Ja, das hört sich auch so ein bisschen gruselig an. Es könnten hier sich eventuell wieder, ja, ich würde sagen, Vampire befinden. Wenn mich das jetzt nicht täuscht, hört sich das nach einem, ups, nach Vampiren hier an.
und vielleicht sogar Werwölfe. Hey, wir haben Wölfe hier drin. Tut mir leid. Wo ist es aber richtig finster hier drin? Wo ist der andere hin? Ich sehe den anderen Wolf nicht. War der sich verkrochen? Was ist das? Eine Schneebeere. Hey, du da! Ja, ich weiß, tut mir echt leid. Oh. Das war eine komische Drehung. So, ich dachte, hier wäre noch ein anderer Wolf. Ich gucke gerade eben hier mal. Oh, ist das finster hier. So richtig duster. Nee. Ja gut, dann gehen wir hier weiter. Oder was haben wir denn hier? Stahlschwert der Verbrennung. Schaden kann es nicht. Ach, wir nehmen das mit. Ich wollte jetzt nicht alles mit aufsammeln, aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. So, was ist das jetzt hier? Das sieht ja. Wollen wir hier durch? Nee. Tja, warte, haben wir denn eigentlich so eine Fackel dabei? Hier. Tun wir mal ausrüsten. Das sieht doch aus wie eine Tür hier, oder? So, hier gibt es aber auch nichts. Nee, nee, nee. Okay, wir gucken weiter unten. Ja, auch alles Drauger Behausungen hier, diese Särge. So, gibt es hier nichts mehr. Ui. Ich krieg meine Fackel jetzt nicht aus. Bei dem Wasser. Nee. Ja, schaut irgendwie nach einem kurzen Besuch hier aus. Weil hier geht's nicht weiter. Geht's leider nicht weiter. Ich guck gerade eben noch mal hoch. Ist ja vielleicht von einem Stein zugeschüttet worden. Könnte sein, dass es da mal irgendwann mal schon weiterging. Ja gut, dann gehen wir wieder. Ich lasse doch mal die Fackel, doch. Nee, ich lasse die noch mal an. Vielleicht sehen wir ja hier noch irgendwas, wenn wir hier rausgehen. Ein bisschen Licht ist ja schon nicht verkehrt. Nee. Dann gehen wir wieder. Da hieß es aber Short. Aber hier geht es noch weiter hoch. Und da sehe ich schon wieder, da gibt es wieder Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Was ist hier mit? Ja. Auf dem Weg nehmen wir das natürlich mit.
Das sind wertvolle Ressourcen. Die dürfen wir nicht einfach stehen lassen. Ja. Geht's da noch weiter hoch? Ja. Können wir jetzt hier eine Bergtour machen mit der Lydia? Das scheint auch so eine Art Tempel da oben zu sein, oder? So, was ist mit dem Wolf hier? Hallo? Oder ist das bloß ein Fuchs? Oh, oh. Beruhigen Sie sich. Ja, Grizzly, beruhigen Sie sich. Ja, vielleicht müssen wir hier sowieso hoch. Was ist das? Ach, das ist das eine, was ich gesehen habe. Schon wieder eine Erzader. Sehr schön. So, warum entdecken wir das jetzt hier nicht? Was ist mal hier? Oh, hallo. Ich habe eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Fürstenstein entdeckt. Fürstenstein. Hm. Das war schon alles. Nee, das war noch nicht alles. Das. Nee. Oh, Lydia, verzeih mir. Die. Okay, sie schafft das. Nur so alle schwächlichen Banditen, die gar keine Beute hier dabei haben. Boah, wir könnten vielleicht eine Runde schlafen, Lydia. Komm, wir haben lange nicht mehr geschlafen. Das machen wir doch jetzt. Ist zwar nicht mein eigenes Bett, aber ist egal. So, hier ist so ein komischer. Stein hier. Da müssen wir, glaube ich, auch einige finden für eine Trophäe. Okay, und jetzt? Da geht's weiter. Da ist auch noch was da oben. Jawohl, da gucken wir doch mal hin. Das wird, glaube ich, richtig spannend. Ui, das ist mal eine schöne Statue da oben. Richtig große Statue. Ob das so ein Tempel, eine Art Tempel ist? Schrein von Merunes Dogon. Ach du liebe Zeit. Ist das nicht so ein Dedra-Fürst? Doch! Das ist doch der Dedra-Fürst, von dem der, naja, irgendeiner da gesprochen hat. Mit dem wir uns erst kürzlich unterhalten haben. Das. So, Lydia, jetzt zieh mal ab da. Ich möchte gerne hier ein schönes. Die Lydia ist im Bild. Aber das ist nicht so einfach hier. Geh mal weg, du. Dass wir meine Thumbnails irgendwie kreieren. Und ja. Da sucht man sich halt schon.
Ja, wenn die Lydia jetzt nicht im Bild wäre, das wäre schon super. Ja, gut. Es geht jetzt nicht anders. Aber das sieht schon mächtig aus. Kommen wir jetzt hier hoch? Ja, ich weiß nicht, müssen wir hier überhaupt rein? Aber wir Schlüssel erforderlich. Kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Ja, dann ist ja wieder mal klar, dass wir hier nicht reinkommen. Da hinten ist auch noch mal ein. Irgendetwas. Aber ich glaube, das ist das, was wir schon entdeckt haben. Kann das sein? Hä, warum habe ich denn hier was reinmarkiert? Ah, das hat bestimmt einen Grund, warum ich hier die Markierung gesetzt habe. Ich glaube, ich muss da noch mal hin. Ja, gut. Oh, warte mal, das war der falsche Weg. Wo sind wir denn überhaupt hierher gekommen? Hier. Dann gehen wir jetzt wieder den Weg wieder zurück, sonst brechen wir uns hier unseren hübschen Kopf. Ja, cool. Wir brauchen hier einen Schlüssel. Ich meine, das ist nicht cool. Okay, wir gucken mal, was wir hier noch haben. Nein, pfui. Hier. Ich bin mal eben nicht sicher, was das war da. Was, warum wir... Haben wir hier auch irgendwie einen Schlüssel oder was gebraucht? Labyrinthion. Ah, okay, ich weiß, ich verstehe. Ja. Aber das tun wir jetzt hier. Wo war denn das hier? Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Folgentour war da, da waren wir noch nicht drinnen. Schnellreise, warum kann ich nicht Schnellreise machen? Oh. Deswegen. Wegen diesem Bigfoot hier. So, geht das jetzt? Ja. Ja, dann laufen wir doch da zu dem Dungeon hin. So, da in die Richtung. Wenn wir schon da nicht die Tür öffnen können, müssen wir jetzt hier noch was anderes machen. Hui, Wanderspinnen. Die wollen uns schon hier gleich mumifizieren. Frostgift. Was war das? Stahlpfeil. Okay, behalt es. Behalt es einfach. Glühwürmchen. Will ich fangen? Was ist denn jetzt los? So. Kommen wir da überhaupt hin?
Sorry, Leute, falls ich so ein bisschen weniger rede. Ihr habt es bestimmt schon gemerkt, aber ich habe so ein bisschen Halsweh. Deswegen fällt mir das Reden heute so ein bisschen schwer. Doch, hier ist doch was. Volguntur entdeckt. Lydia? Ist das eine dieser alten Ruinen? Ja. Hey, waren wir hier nicht schon? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Nee, kann ja nicht sein. Oder? Da, das war jetzt verdammt Glück, dass ich genau davor stehen geblieben bin. Spitzhacke, was ist das hier? Großer Seelenstein. Schlüsselloch. Elfenbeinklaue brauchen wir hier. Ja, da haben, müssen wir wohl noch welche finden, aber wo findet man denn hier das? Die ganzen Klauen, ich meine, das müssen hier einige sein, weil ich glaube, ich habe ja noch eine Tür ge... Oh je, siehste, das weiß ich jetzt gar nicht, wo das war. Hatte ich doch noch eine Tür gehabt, die, ja, auch so eine Klaue gebraucht habe, die ich nicht aufgekriegt habe. Aber wir können hier anscheinend trotzdem weiter. Was? Ich gebe euch Deckung. So, irgendwie können wir ja doch hier weiter. Dann mal los. Hä, was ist jetzt da los? Warum ist die Lydia eingesperrt? So. Huch. Das ist ja auch so eine Falle anscheinend. Ist überall Öl. Wir eigentlich auch die Drauger da abfackeln können. Wo führt denn das hier hin? Stahlkörper. Was ist das? Stahlpanzerhemd. Ebenerzstreitkolben. Ups. Ja, ob das jetzt hier wirklich weitergeht, ich weiß es nicht. Komischerweise haben wir doch dafür diesen Klauenschlüssel gebraucht. Aber es geht hier dennoch, geht es hier weiter. Trotzdem. Oh, was war denn das? Ich sehe nichts. Echt jetzt? Oh mein Gott. Au! Verdammt! Scheibenkleister. Oh, ich werde sterben. Ich
dachte, das Wasser läuft ab, wenn ich jetzt den Knopf hier drücke. Aber dann wäre ich trotzdem tot wahrscheinlich, weil wäre ich doch in die Stacheln rein. Ja, keine Ahnung, ob sich das hier lohnt, weiterzulaufen. Hey, sieht man doch gar nicht hier diese Trittfalle. So ganz verstehe ich das ja nicht, warum hier diese Symbole wieder hier zu sehen sind. Was war das? Guck hier. Elfenbeinklaue. Hier ist auch so eine Art Vorrichtung für einen Schlüssel. Aber wir können das nicht aktivieren. Hier gibt es diese Elfenbeinklaue zu finden. Wo das Teil zu finden ist. Ah, vielleicht müssen wir doch hier rein und... Oh, da ist eine Falle. Vielleicht müssen wir hier rein, um diese Elfenbeinklaue zu finden. Eieiei, meine Sprachstörungen. Ab und zu... was gesagt. Doch irgendwas gemurmelt. Der auch. Habt ihr nicht drauf? Ich bring euch um, wenn ich es muss. Dann tu es doch. Dann tu es doch, wir. So, hier war dieser Kolben. Aber warum hat sich das Gitter da? Ich meine... So, jetzt Moment. Hier war doch noch irgendwas. Hier hinten. Genau, hier hinten war was. Das nehmen wir natürlich wieder mit. So, wir speichern. Speichern. Ja. Hey, das ist doch nervig. Ja, wie sollen wir denn jetzt hier weiterkommen? Oh. Ja, rauskommen wir auch nicht. Gibt's bloß den einen Hebel? Schwimmen hier gefangen im wie so ein Fisch im Wasser. Was ist denn da unten? Wieso kann die jetzt den Geldbeutel... Oh, ich glaube, ich drehe jetzt langsam durch. Oh. Okay, wir müssen hier wieder laden. Hier kommen wir anscheinend nicht durch, sobald wir hier auf dieses Gitter... treten, ja,
wird dieses Gitter aufgemacht und wir landen im Wasser. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit. Hoppala, eine andere Möglichkeit hier. Moment mal. Ich hab doch. Oh, jetzt hat die wieder die Perspektive hier geändert, diese. Nervige Eule hier. So. Ich hatte doch einen Drachenschrei. Wo war das hier? Ja, es ist halt die Frage, welcher war denn das? Hier. Favorit? Okay. Trotzdem bin ich da nicht rübergekommen. Wie doof ist das denn? Oh, das ist jetzt aber echt doof. So, wir müssen noch mal laden. Es hilft nichts. Es geht aber recht schnell hier. Wir probieren es. Einmal probieren wir es noch. Doch, hat geklappt. Die Lydia kommt nicht durch, oder? Doch, die ist auch da. Die ist auch da. Sind wir hier oben? Ja, okay. Mal sehen, ob wir diese Klaue hier irgendwo finden. Hier ist auch so eine Vorrichtung. Ach, guck an, wer die hat. Ja, das ist doch hübsch. So, dann können wir jetzt hier endlich weiter. Du bist so einer, der die Hände nicht schmutzig macht. Das freut mich, dass wir die Klaue gefunden haben, wir hier weiterschreiten können. Es ist immer blöd, wenn man hier einen, ja, so einen Dungeon findet und man irgendwie, ja, nicht weiterkommt. Ist es, ja, da muss man das stehen lassen und, ja, dann später weiß man eben nicht, hat man das jetzt gemacht, hat man das nicht gemacht, wo muss man jetzt nochmal hin, wo war der vor allem? Dann wird es ein bisschen schwierig bei so vielen Orten, die man hier entdecken kann. So was. Lydia, du alte Fallenauslöserin, du. Was steht der hier auf? Ah. Jetzt wohl nicht mehr. Gut, so weit, so gut. Was haben wir hier? Ebenerzklinge, da haben wir noch eine. Freunde, nehmen die mal mit. Die gibt gut Kohle hier. Oh weh. Was ist denn das hier? Gut, zigtausend Schalter für eine Tür. Ja, dann kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Ah, für eine Tür nur. Bist ja lustig. Guck mal, wie viele Türen dahinter sind.
Ach, Lydia. So geht's ja auch. Oh, war ja, hier geht's weiter. Das passt doch perfekt. Oh weh. Was ist das hier für ein Ding? Oh, die haben wir jetzt wohl gestört beim Regieren hier. Die haben wir wohl gestört beim Regieren, weil die hocken alle beide auf dem Thron. So. Ui, hier gibt es auch einen Hebel. Da ist eine Kette, hier ein Hebel. Hier ist auch ein Hebel. So. Bevor wir jetzt hier irgendwas aktivieren, laufen wir jetzt hier. Hier natürlich weiterlaufen, um zu gucken, ob es hier weitergeht, aber das sieht nicht so aus. Ja, sieht nicht so aus. So, hier gibt es auch wieder so komische Symbole. Ja, wir probieren das hier. Oh, mit dem Hebel. Ach, schau mal. Hier was anders aufgegangen. Ach, guck an, hier sind diese Symbole. Das ist die, die wir da vorne gesehen haben. Mal schauen, vielleicht müssen wir die. Können wir die hier? Ja, die können wir zum Beispiel bewegen. So, jetzt ist natürlich doof. Jetzt haben wir die Tür zugemacht. Jetzt müssen wir gerade eben noch mal reingucken. Also Schlange, Fisch und Adler. Schlange, Fisch und Adler. Muss ich jetzt. Was war denn das? Oh. Hat sich doch was getan. Oh, vorsichtig. Ja, toll. Das ist weiter. Gibt's nichts mehr. Was das für einen Sinn jetzt gehabt hat hier? Komisch. Tu mal hier mal, warte mal, was ist? Hä? Was ist das? Achso, die Lydia steht da drauf. Geher. Probieren wir mal andersrum. Okay, dann bleibt uns hier noch eins. Aber warte mal, wir haben ja hier noch einen Hebel.
Was ist jetzt? Ach so, das ist wurscht. Okay. Ja, aber das muss doch hier einen Zweck haben hier. Verstehe ich noch nicht ganz. Falls es einen Zweck hat. Okay, dann ziehen wir hier mal an dieser langen, schönen Kette. Das habe ich mir schon gedacht. Jetzt müssen wir hier runter. Dass wir hier runter müssen. Ui. Autsch, autsch, autsch. Oh, wie. Ich glaube. Ja, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich sehe schon, ich habe es total vergessen hier. Die Folge wird jetzt sonst zu lang. Also, ja, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Bis dahin, macht es gut. Ciao.